Hallo und herzlich willkommen hier bei UBI Tested. Schön, dass ihr reingeklickt habt zu einem neuen Video hier bei mir auf dem Kanal. Und ich stehe mal wieder an meiner örtlichen Ladesäule und neben mir lädt ein Urgestein der Elektromobilität oder der elektrifizierten Antriebe, der Mitsubishi Outlander. Den fahre ich heute für und mit euch als Plug-in-Hybrid-Variante. Der hat letztes Jahr erst eine Modellpflege erhalten. Wir wollen herausfinden, was verbraucht er denn mit vollem und mit leerem Akku. Wir fahren immer die gleiche Verbrauchsrunde hier auf dem Kanal. Die beinhaltet 10% Stadtverkehr, 40% Autobahn mit VMAX 140 und 50% Überland. Und genau da wollen wir herausfinden, bei so einer Pendlerstrecke, wie weit kommen wir rein elektrisch. Wie effizient ist denn der Antrieb? Was verbraucht er an Strom? Und was verbraucht er denn eigentlich auch, wenn wir das Akkupaket leer mit uns mit rumtragen? Auf unserer Runde werde ich euch dann natürlich noch ein paar wesentliche Informationen zum Fahrzeug geben, einen Fahreindruck, auch so ein bisschen über die Platzverhältnisse sprechen und den Preis natürlich am Ende. Und natürlich gibt es dann noch ein persönliches Fazit von meiner Seite. Wenn ihr jetzt Spaß daran habt, dann bleibt dran. Vergesst diesen Kanal nicht zu abonnieren, das Ganze auch zu liken und damit auch dieses Arbeit von mir hier zu honorieren. Aber vor allem schreibt mir unten in die Kommentarbox eure Meinung zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid, damit wir dann am Ende ein wenig diskutieren können. Und jetzt viel Spaß bei der Verbrauchsfahrt und der Videovorstellung zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Ja, wir sind jetzt auf der Straße und auf unserer Verbrauchsrunde mit dem Outlander Plug-in Hybrid, der übrigens das meistverkaufte Plug-in Hybrid Fahrzeug in Deutschland ist. Respekt! Hättet ihr es übrigens gewusst? Ich hätte es am Anfang nicht gedacht, aber wenn man mal genauer bei Google nachfragt oder aber dem Pressetext glauben darf, ist dies auf alle Fälle so. 4,69 Meter ist das SUV groß, 1,71 Meter hoch und mit den riesigen Außenspiegeln über 2,10 Meter breit. Also das ist schon ordentlich. Und im Innenraum sieht diese Größe dann so aus, dass wir im Kofferraum ein Stauraumvolumen von 463 bis 1602 Liter haben. Das ist durchschnittlich für die Fahrzeugklasse, würde ich jetzt mal sagen. Aber wir haben natürlich ja auch die Antriebsbatterie mit dabei. Im Fond gibt es genügend Platz für meinen Kopf oder meine Knie. Ja, man sitzt etwas erhöht, so ein bisschen in, sage ich jetzt mal, Kinomanier, so leicht erhöhte Sitzbank hinter dem Fahrersitz. Wir haben aber alle Annehmlichkeiten auf der Rücksitzbank wie Isofix, eine 220 Volt Steckdose, ein USB-Anschluss und Luftausströmer. Also sehr angenehm. Einzig Sonnenschutzrollos gibt es nicht für den Outlander. Hier vorne sieht es dann so aus, ich sitze auf neuen Sitzen, die sind komfortabler, bieten aber jetzt nicht wesentlich mehr Seitenhalt. Sehr schön die Steppung des Leders, was hier verbaut ist. Und ansonsten alles sehr aufgeräumt, gut bedienbar. Wir haben jetzt ein neues Multimedia-System, einen 8 Zoll großen Bildschirm, der mit großen Kacheln arbeitet, die während der Fahrt sehr gut bedienbar sind. Die Auflösung ist okay und Apple CarPlay und Android Auto via Kabel sind ebenfalls vorhanden. Unter der Motorhaube steckt ein 2,4 Liter Vierzylinder Saugmotor, der an der Vorderachse gekoppelt ist an einen Elektromotor und wir haben einen zweiten Elektromotor, der an der Hinterachse sitzt. Wir haben eine Systemleistung von 165 kW bzw. nach alter Währung 225 PS.
Wer es dann drauf anlegt und den Outlander durchbeschleunigen möchte, in 10,5 Sekunden sprintet das über 2 Tonnen schwere SUV auf 0 auf 100. 170 Stundenkilometer ist die Höchstgeschwindigkeit mit dem Verbrenner. Rein elektrisch sind es 135 Stundenkilometer. Die elektrische Reichweite mit der 13,8 Kilowattstunden fassenden Antriebsbatterie liegt bei über 50 Kilometer, bei 57 Kilometer laut WLTP. Wie viel wir jetzt hier schaffen, werden wir jetzt dann sehen. Und die Ladezeiten kann ich euch noch kurz nennen. Der Outlander braucht von 0 auf 100% an einer Wallbox 4 Stunden, weil er nur einphasig lädt, mit einem Typ 1 Anschluss wohlgemerkt, aber für die Ladesäulen gibt es natürlich den Typ 2 Stecker. Und wir können dann über die Haushaltssteckdose den Wagen in 5,5 Stunden aufladen oder aber, und das ist die Besonderheit des Outlander Plug-in Hybrids, wir haben einen CHAdeMO-Anschluss, also den Schnellladeanschluss, also den asiatischen Schnellladeanschluss verbaut, mit dem wir in 30 Minuten auf 80% aufladen können. Da kann ich euch aber sagen, das geht deutlich schneller. Das ist auch so die Hauptthematik hier. Der Wagen ist natürlich überwiegend für den asiatischen Markt gedacht und da ist bidirektionales Laden State of the Art. Das bedeutet, man hat das Fahrzeug immer als Stromspeicher auch mit dabei. Das Fahrzeug speist auch Energie in die Haushalte ein oder aber, wenn man unterwegs ist, dann soll das Fahrzeug eben Energie abgeben können für elektrische Geräte zum Betreiben beim Camping oder ähnliches oder sogar man kann sein E-Bike damit aufladen. Das funktioniert ganz gut auch, muss ich sagen. Ist eine coole Geschichte. Wir haben zwei 220 Volt Steckdosen hier im Fahrzeug verbaut. Eine im Heck, eine im Fond. Und damit ist das dann wunderbar möglich. Ja, aber wie fährt sich dieses Konzept eigentlich? Er funktioniert wirklich gut. Ein Allradsystem haben wir ja hier auch an Bord, dadurch, dass wir zwei E-Motoren haben. Und das Problem ist nur, dass der vordere Elektromotor stets, selbst wenn die Antriebsbatterie leer ist, immer wieder die Antriebsbatterie laden muss oder möchte. Und zudem bleibt auch immer in der Antriebsbatterie ein Restakkustand, sagen wir mal so, von ungefähr knapp 30% übrig. Das ist eben dem bidirektionalen Laden geschuldet. Dass der Wagen nicht zum Dynamiker wird, das zeigt er sehr schnell beim Fahrwerk. Das ist zwar deutlich straffer abgestimmt, eben dem erhöhten Gewicht durch den Plug-in-Hybrid-Antrieb geschuldet, aber dadurch jetzt nicht unbedingt merklich komfortabler oder aber dynamischer. Nein, ich würde sagen, der Wagen hat einfach hier mit dem Gewicht wirklich zu kämpfen. Das merkt man auch, wenn man mit dem Wagen über eine kurvige Landstraße fährt. Der Wagen schiebt recht frühzeitig über die Vorderachse. Die Lenkung ist sehr leichtgängig, hat hohe Lenkwinkel und auch wenig Rückmeldung zur Straße. Der Outlander möchte schlicht und ergreifend eher komfortabel dich von A nach B bringen. In der Stadt funktioniert das eben durch diese straffe Feder-Dämpferabstimmung nur so ein bisschen getrübt, denn da werden kurze Stöße werden halt direkt weitergereicht und sehr trocken überrumpelt. Da hätte ich mir eine etwas bessere Feinabstimmung gewünscht oder eben ein adaptives Fahrwerk. Das wäre natürlich dann noch der Hit gewesen. Auf der Autobahn aber bleiben die Windgeräusche und vor allem die Antriebsgeräusche zurückhaltend, auch wenn der Motor gerne mal etwas angestrengt wirkt. Dadurch, dass der Saugmotor eben nur 99 kW selber leistet, hat er da dann natürlich schon etwas sich anzustrengen, um die schwere Fuhre weiter zu beschleunigen. Sodala, wir sind angekommen hier am Ende dieses Videos zum Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid. Und es ist diesmal ein bisschen komplexer, hier eine Bilanz zu ziehen, gerade was das Thema Verbrauch angeht. Denn er lädt regelmäßig den Akku mit dem Verbrennungsmotor, wenn er denn leer ist. Und er behält sich rund 28-30% Restakku stets übrig, nicht fürs elektrische Fahren, sondern für die Möglichkeit des bidirektionalen Ladens, das heißt also zum Laden anderer Geräte oder aber zum Vorklimatisieren des Innenraumes.
Das heißt, wir haben etwas schwierige Nachrechenbeispiele, aber kommen wir jetzt erst einmal so ein bisschen zu den Hard Facts. Was haben wir denn verbraucht? Wir fahren mit voller Antriebsbatterie, rein elektrisch sind wir 41 Kilometer gekommen und mit dem Verbrauch, den wir dann hatten, das waren 20,3 Kilowattstunden, einen Spritverbrauch von 4,8 Litern auf 100 Kilometern durch diesen kombinierten Modus mit Vollbatterie und dann am Ende im Vollhybridmodus. Nutzen wir aber die Antriebsbatterie gar nicht erst mit Strom, dann haben wir einen Durchschnittsverbrauch von exakt 7 Litern auf 100 Kilometern. Die Antriebsbatterie könnt ihr eben auch schnell laden und das ist der große Vorteil und das macht ihn auch für mich so sympathisch, denn das finde ich am sinnvollsten, wenn man dann wirklich irgendwo hinkommt, beim Einkaufen oder ähnlichem, dann mal kurz einen Schnelllader hängen für die 20 Minuten, wo man drinnen ist. Man hat gleich wieder ungefähr 25 Kilometer rein elektrisch dazugeladen und kann dann auch wieder ganz gepflegt die Heimreise antreten. Wenn man dann zu Hause ist, hat man entweder eine Wallbox und lädt über 4 Stunden daran den Akku wieder auf oder aber eben mit 5,5 Stunden über die Haushaltssteckdose, wobei das aber eben schneller geht, weil wir ja meist immer so rund 30% Restakku hier noch drinnen haben. Beim Preis sieht es so aus, 39.990 Euro verlangt Mitsubishi für den Basis und die Top-Variante, so wie sie hier steht, mit Metallic-Lackierung als einzige Option, haben wir 51.780 Euro und ich finde, das ist ein sehr guter Preis für ein so großes, sehr geräumiges, gutes Familienfahrzeug, in dem man sich sicher aufgehoben fühlt, das alle möglichen Annehmlichkeiten bietet, wie eben LED-Scheinwerfer, ein Glasdach, eine gute Lederausstattung oder eben Navigationssystem sowie Assistenzhelferchen. Meine Meinung, ich habe mich sehr wohl mit dem Wagen gefühlt und habe ihn auch so ein bisschen ins Herz geschlossen, muss ich zugeben, und ich gebe ihn sehr ungern wieder an Mitsubishi Motors in Deutschland hier zurück. Jetzt seid ihr aber dran, gebt mir doch etwas zurück, wenn euch das Ganze gefallen hat, in Form eines Abos und eines Likes. Aber lasst uns jetzt unten in der Kommentarbox ein wenig über den Mitsubishi Outlander Plug-in Hybrid diskutieren. Ich würde mich freuen, sag vielen lieben Dank fürs Reinklicken und hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder hier auf dem Kanal bei Ubi Testet. Tschüss und Servus, euer Ubi.